So, ich befinde mich hier in den dichten Wäldern Norddeutschlands und heute treffe ich Rüdiger Nehberg. Das ist Deutschlands Survival-Papst und er wohnt hier im Dickicht. Hier muss er sein. Hallo, Herr Nehberg! Herr Ha! Oh, da ist er schon. Ja, Sie wohnen ja hier unter diesem Baum, oder? Ja, hier lebe ich ja mit einigen Tieren des Waldes. Mit einigen Tieren des Waldes. Ja, kommen Sie mal ein bisschen ans Licht, dass man Sie sehen kann. Heute fangen wir als erstes mal Wildschweine, ja? Ich habe Angst! Ja, wir müssen uns natürlich müssen wir uns erstmal ein paar Wildschweinfingerklamotten anziehen und dann sind wir gleich wieder da. So, jetzt bin ich fertig. Ich bin in Wildschweinfangmontur und der Herr Nehberg bastelt da schon die Wildschweinfanggrube. Ja. Da fallen aber nicht die Wildschweine rein, sondern das ist dann wir beide Wildschweine. Drin, ne? Oh, das sollen wir beiden Wildschweine rein. Ja. Ja, genau so. Ich bring den mit. Sehr gut, ich bin ja hier richtig geeignet für Survival. Ja. Vielleicht imitieren Sie schon mal kurz das Schwein, damit mich das. Ich bin das Schwein. Okay, Sie sind das Schwein. Und dann mache ich so. Also es geht wahnsinnig schnell. Die sind stärker als ich. Ja. Das kann natürlich sein, dass das Wildschwein den Herrn Nehberg am Geruch erkennt. Und dann stehen wir da. Wenn ich mir das mal so, gehen wir mal ein bisschen zurück hier, dass wir mit der Kamera mal die Situation erfassen können. Ja? Wir stellen uns mal vor, wir sind ein Wildschwein. Ja? Und kommen hier lang, ja? Und sehen diese Szenerie und denken uns, ach, guck mal da vorne, da wird ja nichts sein. Ja? Da liegen zwar so ein paar Äste rum, sieht aus, als hätte sich da jemand getan, aber da ist bestimmt ein Baum umgekippt. Und dann sitze ich da. Da wird das Schwein ganz schön Augen machen, wenn es den Nehberg sieht. So, jetzt haben wir hier Mais, ja, und damit locken wir die Schweine sozusagen an. Der Sträuch jetzt hier hin. Ja, ja. Wie kommt das Schwein nochmal? Könnt ihr nochmal gerade? Das Schwein kommt so oder so. Ja. Und vielleicht nochmal vormachen, das Schwein kommt. Ja, ich bin das Schwein. Ja. Ne? Das geht so und dann kriegen wir sie ja nur an den Seitenläufen. Ja, das finde ich auch gut, den Mais, da stehen die drauf. Ja, die stehen total auf Mais. Ja. Auf Mais und Kopfsalat. Ja. Kopfsalat habe ich nicht. Kopf, aber Kopf. Kopf. Vielleicht haben wir Kopfsalat. Ich hab das. Nachher hat der Herr Nehberg Kopfsalat. Wenn die Schweine da mal anständig reingebissen haben. Dann ist es. So, jetzt guck ich mal rein. Jetzt sind wir beide hier stell, drin. Stell deinen, ja, vielleicht mal senkrecht. Bitte was? Was heißt stell deinen mal senkrecht? So. So, und wann kommen jetzt die Schweine? Ja, wir müssen Geduld haben. Das kann 2 Tage dauern. Oh, Scheiße. Das war die. Das war Scheiße. Die sind so blöd, die kommen gleich nochmal wieder. Sag mal, da guckst du so blöd. Steakhouse. Ja, scheiße. Aber lustig sehen Sie aus. Ja, warum? Hat Ihnen ein Schwein auf den Kopf geschissen oder was? Wir hätten ein Schwein gehabt, sozusagen, wenn der Nehberg nicht die Muffe vor dem großen Wildschwein bekommen hätte. Nein, wenn ich nicht schon Tierfreund gewesen wäre. Ja. Aber wie ich das große Wildschwein da weggescheucht habe, da muss ich sagen, alle Wahnsinn. Ich hätte das nie gedacht. Das war Wahnsinn. Und der hätte uns verfetzt, dieser Teil. Ja, tut ja, aber denke ich mir mal. Mein Leben für deins. Danke. Hier kommt der Schlappen wieder aus. Ja? Ja. Der Blaue. Für mich ist das das Symbol von. Für mich ist dieser Schlappen. Ja. Der kannst du dir nochmal zeigen. Dieser Schlappen ist für mich das Symbol dann, von Kraft, Stärke und Ausdauer. Dann zieh doch einfach mal. Darf ich einmal den Schlappen anziehen? Ja, das beide anziehen. Bin ich dann auch? Ja, du darfst doch eine Runde um den Tisch gehen. Wahnsinn. Ist doch schon eine tolle Sache. Wenn man so einen Schlappbahn hat, da fühlt man sich auch direkt irgendwie so ein bisschen.